1945. Am Freitagabend kann man fast schon sagen. Letzte Woche habe ich Ihnen in Hallowach die Geschichte von Elisabeth Lurscheid erzählt, die in Kalk zweimal pro Woche ehrenamtlich für Kinder kocht, deren Eltern Ihnen nicht regelmäßig eine warme Mahlzeit auf den Tisch bringen können. Doch während meiner Sendung hat sich dann Rudi Steinmeld vom Verein Fahrer der Kölner Karnevalisten bei mir auf der Studio-Hotline gemeldet, um Elisabeth bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Wir haben zwischen den beiden vermittelt. Heute gab es dann das erste Treffen und das ist ziemlich erfolgreich verlaufen. Wir haben abgemacht, wenn wir unsere eigenen Räumlichkeiten haben, dann telefonieren wir miteinander und dann sind die Herren so nett und schauen, was fehlt uns noch von unserer Liste. Ja, und sagen dann, okay, wir kaufen euch das, das und das. Oder weil es etwas Größeres ist, nur das. Ich bin super glücklich, dass ich so einen festen Sponsor habe. Und ich hoffe, dass das eine lange, lange, enge Freundschaft wird für unseren Verein. Für die Fahrer der Karnevalisten ist dieser soziale Einsatz schon irgendwie Routine, denn seit rund 20 Jahren veranstaltet der Verein einmal im Jahr eine Sitzung mit vielen Stars aus dem Kölner Karneval. Der komplette Erlös wird dann immer an eine soziale Einrichtung gespendet. Und als Rudi dann hier bei Radio Köln von Elisabeth gehört hat, da war ihm sofort klar, dass das Geld dieses Jahr nach Kalk gehen soll. Weil die Sache interessant ist und wo man Kölner Kinder helfen kann und wir der Auffassung sind von den Fahrer Kölner Karnevalisten, dass das in Ordnung ist und dass das eine Möglichkeit ist, auch direkt zu helfen. Unkonventionell, ohne Bürokratismus und sehr schnell. Trotz des neuen Sponsors freut sich Elisabeth Lurscheid natürlich immer über neue Helfer. Und ganz besonders, das hat sie uns verraten, würde sie sich über einen Metzger freuen, der sie unterstützt. Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, dann machen Sie es doch wie die Fahrer der Karnevalisten und melden Sie sich über die Radio Köln Hotline bei uns. Wir vermitteln gerne nochmal. 951 99 99 ist die Nummer.